Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Videospieler mit einem neuen Let's Play. Und zwar der deutschen Version von Julia Among the Stars. Julia Among the Stars, die deutsche Version, ist jetzt gerade erst im Januar erschienen. Die deutsche Version wurde in Zusammenarbeit mit meinem Adventure Drive-Kollegen Hans Duschel vertont. Der hat die Sprachregie übernommen und auch selbst eine der Stimmen gesprochen, und ich nutze jetzt die Veröffentlichung der deutschen Version einfach als Anlass, um euch hier das Spiel näher zu bringen. Es ist ein First-Person-Adventure-Spiel, entwickelt von gerade mal zwei Leuten, Jan Kavan und Lukas Medek, glaube ich. Ja, es gab eine Crowdfunding-Kampagne, die so circa 15.000 Dollar eingespielt hat, also nicht gerade wahnsinnig viel. Und es ist eine überarbeitete Version eines älteren Spiels, das auch schon Julia hieß. Ich weiß nicht genau, mir fällt gerade nicht der Untertitel ein, aber ist auch jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall, schaut euch das Spiel an, vor allem unter dem Aspekt, dass da dran im Prinzip wirklich nur zwei Leute gearbeitet haben. Ein Programmierer, ein Grafiker. Ich gehe jetzt direkt rein, ich mache ein neues Spiel. Ich habe schon die englische Version gespielt und ich hätte jetzt auch ich habe heute Morgen schon mal eine Runde gespielt, leider hat da die Aufnahme nicht funktioniert, deswegen direkt nochmal von vorne neues Spiel. Eine katastrophale Fehlfunktion steht bevor. Beginne außerplanmäßige Terminierung des Kälteschlafprogramms. Guten Tag, Rachel Manners. Bitte verlasse die Kälteschlafkammer und begib dich sofort auf die Brücke. Hallo, Computer. Danke, dass du so schnell hergekommen bist, Rachel. Ich weiß, dass du dich ein wenig desorientiert fühlst, aber ich brauche deine Hilfe. Was ist denn los? Und wo sind denn alle? Das Raumschiff wurde von einem Meteoritenschwarm getroffen. Einige Hauptsysteme weisen Fehlfunktionen auf und das Raumschiff steht kurz vor dem Zusammenbruch. Du musst diese Systeme sofort reparieren. Das wird ja immer besser. Dir ist schon klar, dass ich eine Astrobiologin bin und keine Ingenieurin, oder? Der größte Teil der Reparaturfunktionen ist automatisiert. Leider ist die automatische Instandhaltung der lebenserhaltenden Systeme irreparabel beschädigt. Du musst die gesundheitsgefährdenden Faktoren verringern, sonst wirst du nicht überleben. Okay, Computer, du hast gewonnen. Danke, Rachel. Und bitte nenne mich Julia. Das klingt besser als Computer, findest du nicht? Ich wechsle in die Übersicht der aktuellen Situation. Verdammt, das sieht ganz schön ernst aus. Wenn es das nicht wäre, hätte ich dich nicht aufgeweckt. Was soll ich tun? Klicke einfach auf einen roten Bereich auf der Karte und ich sage dir mehr dazu. So, jetzt darf ich was machen. Dieses Spiel, das wir jetzt gleich spielen, das ist nicht beispielhaft für das Restspiel. Also lasst euch jetzt mal nicht abschrecken. Es gibt drei Dinge, die wir beheben müssen.
elektrische Funken, Feuer und giftige Gaswolken. Und ich kann die Sprinkleranlagen benutzen, um das Feuer zu löschen, die Ventilatoren, um das Gas loszuwerden und die Schutzschalter, um die elektrischen Funken auszuschalten, oder? Genau. Benutze aber kein Wasser, solange die elektrischen Funken nicht berührt sind. Und verwende nicht Ventilatoren, solange es noch brennt. Alles klar, ich bin dran. Gib mir bitte einen kurzen Überblick über die aktuelle Situation, während ich mich um das Chaos hier kümmere. Du befindest dich an Bord des interstellaren Raumschiffs JXZN125-86. Im Moment umkreisen wir einen unbekannten Planeten im Sonnensystem NGC9725. Alle anderen befinden sich unten auf dem Planeten. Jedoch wurde unser Kontakt unterbrochen und ich kann sie nicht mehr erreichen. Und warum wurde gerade ich zurückgelassen? Du wurdest in der Kälteschlafkammer zurückgelassen. Was? Ich bin komplett alleine auf dem Schiff hier und alles, was du mir sagen kannst, ist, dass wir im Weltall sind und meine Mannschaft mich hier zurückgelassen hat? Meine Speicher wurden beschädigt, Rachel. Ich bin nicht in der Lage, dir mehr zu erzählen. Na super, ich sitze irgendwo im Allfest mit einem Computer, der einen Filmriss hat. Hast du wenigstens irgendeine Art Plancomputer? Wenn du diese Reparatur abschließt, möchte ich, dass du Morbot nach unten schickst, um die Mannschaft zurückzuholen. Die haben mir einiges zu erklären. So, aber ich habe jetzt gleich mal das erste dieser Puzzle gelöst. Was ich gleich mal sagen würde, ist, dass die deutsche Sprachausgabe, die überrascht mich jetzt sehr positiv. Gerade jetzt für so einen Indie-Titel klingt das doch schon sehr professionell. Gefällt mir gut. Also ich bin ja eigentlich eher einer, der gern die Spiele im Original spielt, also zumindest wenn es Englisch ist. Und ich muss sagen, gefällt mir, wie gesagt, sehr gut. Gut, also wir gehen hier in einen neuen Raum. Hier hat es wieder Funken und Feuer und Lüftung. Dann machen wir erstmal, gucken wir, welches Schalter die Funken ausschaltet. Das war hier der hier. Dann kann ich den Wassersprinkler anmachen, die Belüftung laufen lassen und schon ist der Raum sicher. Hier hat es Funken. Wassersprinkler läuft noch nicht. Jetzt hat er Strom, also müssen wir erst auch hier noch die Funken bekämpfen. So, fertig. Hier gibt es nichts, was ich Ventilatoren rauspusten muss. So, jetzt nur ein paar Funken auch erledigt. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt ziemlich banal und überhaupt nicht maßgeblich für das, wie das restliche Spiel ist. Naja, da klickt man sich schnell durch. Ist jetzt auch keine geistig anspruchsvolle Leistung hier. Fertig. Da haben wir es. Ich denke, es ist repariert. Gute Arbeit, Rachel. Ich schalte auf das Standard-Interface um. Ich habe auch die automatischen Reparaturen durchgeführt. Jetzt soll ich also doch nach unten gehen, oder? Nein, das könnte zu gefährlich sein. Wir wissen immer noch nicht, was mit der Mannschaft geschehen ist. Wir werden Morbot benutzen. Er ist für fast alle vorstellbaren Umgebungen perfekt geeignet. Du bist das letzte Mannschaftsmitglied auf diesem Raumschiff und wir können nicht riskieren, dass dir etwas passiert. Wechsle zur Planetenansicht und leite die Landung ein. So, das ist mein Raumschiff, aber ich muss auf die Planetenansicht. Raumschiff, Schalttafel. Das ist Mobot. Nachrichten, egal. Ich muss Xenophon nach der verschwundenen Mannschaft absuchen. Ja. Mal schnell speichern, neuer Spielstand, weiterspielen, Sonnensystem hier, das ist der Planet.
Xenophon ist ein einzelner Himmelskörper, der Salia in einer Entfernung von 601 Millionen Kilometer umkreist. Eine enorme Wolke aus Trümmerteilen bildet einen instabilen Ring um den Planeten. Dann scanne ich mal den Planeten, indem ich draufklicke. Also, es gibt hier eine Landemöglichkeit. Xenophon, fremde Stimme, ist ein felsiger Planet, der durch eine hohe Eisendichte seine charakteristische Farbe erhält. Er ist ungefähr doppelt so groß wie die Erde und viermal so schwer. Ein Tag auf Xenophon entspricht etwa 3,7 Erdentagen. Die Planetensensoren haben eine dünne Atmosphärenschicht entdeckt. Insgesamt eignen sich die Bedingungen auf dem Planeten für jede Art von Erkundungen. Also, dann lande ich mal. Das ist jetzt unser alter Ego, den wir wirklich steuern. Im Spiel auf dem Planeten. Wow, ich glaube es nicht. Ich sehe tatsächlich die Oberfläche eines weit entfernten Planeten von nahem. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Das ist der Planet Xenophon. Ich versuche, Informationen über ihn aus meinem Backup zu finden, die nicht überschrieben wurden. Entschuldigt meine Unterbrechung, aber meine Sensoren zeigen mir an, dass der Planet durch eine sehr starke Strahlung belastet ist. Das ist merkwürdig. Dieser Planet war eines der Hauptziele für unsere zentrale Aufgabe. Wenn das unser Hauptziel war, heißt das dann, dass die ganze Mission sinnlos war? Könntest du den Zeitpunkt der Verstrahlung schätzen? Meinen ersten Tests nachzuurteilen, ist alles, was je auf diesem Planet gelebt haben könnte, vor etwa 500 Jahren durch eine enorme Explosion ausgelöscht worden. Die Explosion scheint tausende Male stärker gewesen zu sein als die stärkste Atomwaffe auf der Erde, als wir diese verlassen haben. Der Planet hat sich offensichtlich nie von dieser unnatürlichen Katastrophe erholt. Julia, was ist dieses Ding da auf der Karte? Es sieht aus wie eine künstliche Struktur. Ich denke, hier lohnt eine nähere Erkundung. Ich aktiviere Mobots Erkundungsmodus. Also, Landung beginnen. Die Forschungsstation sieht so leblos und verlassen aus. Wo sind alle hin? Ich lade einen Grundriss hoch, um deine Orientierung zu erleichtern. Die Forschungsstation sieht vor allem kaputt aus und heruntergekommen. Okay, das ist... So, ich kann jetzt erkunden. Kommentar. Diese Kisten enthalten die Ausrüstung für die Erkundung von Planeten. Also, ich kann hier einfach auf Gegenstände klicken. Ich würde schätzen, dass sie aus dem Lagerraum herausgefallen sind. Das sieht nicht gut aus. Warum hätte die Mannschaft sie so liegen lassen sollen? Diese Leiter sieht nicht besonders überzeugend aus. Die Station war nie für einen so langen Zeitraum geplant, Rachel. Sie hat die Mannschaftsmitglieder in die Station hinein und heraus befördert. Kommentar: Ich selbst brauche sie nicht. Strahlerin. Beobachtung: Der Umgebung nachzuschließen, hat die Mannschaft sie wohl nie benötigt. Also da kann ich darüber, da kann ich in die andere Richtung. Hier kann ich rein. Hier, es ist dunkel. Der Strom ist aus. Soweit ich informiert bin, liefen alle Stationen über Solarmodule. Wir sollten draußen nach welchen suchen. Gute Idee, Rachel. Ohne Strom können wir ohnehin nicht in die Station hinein. Also gut, gehen wir wieder raus. Hat noch... Beobachtung. Sie enthält eine Art Beschriftung. Lies sie bitte vor. Es tut mir leid, die Schrift ist schon vor langer Zeit verblasst. Sieht fast wie ein Grabstein aus. Und das könnte es auch gut sein, Rachel. Huhu, ein Grabstein. Was ist mit diesem Shuttle passiert? Sollte es nicht sicher auf dem Dach der Station befestigt sein? Vielleicht eine mögliche seismische Aktivität. Einwand. Der Rest der Landschaft spricht gegen diese Möglichkeit. Da müssen wir das wohl herausfinden.
Was für eine langweilig ereignislose Welt. Wenn man bedenkt, wie weit wir gereist sind, nur um diese Felsen zu sehen, da muss schon jemand ziemlich heftig versagt haben. Entschuldigt die Unterbrechung, aber soll ich etwas Bestimmtes erkunden? Nein, nicht wirklich. Ich glaube, wir haben genug gesehen. Gerade war sie noch völlig begeistert, dass sie hier die Oberfläche eines fremden Planeten zu sehen bekommt, und jetzt ist sie schon gelangweilt. So schnell kann es gehen bei Frauen. Ha, das habe ich mir. Das war jetzt ein böser Kommentar, ich gebe es zu. Diese Platten sollten ursprünglich einen sicheren Weg bilden, ohne die Umwelt zu stören. Noch so eine Sache, die die Mannschaft nicht ordentlich hinbekommen hat. Beobachtung. Es gibt hier Steckdosen für externe Geräte. Und vielleicht auch, um Strom nach innen zu bringen. Das hätten wir benutzen sollen, um unsere Proben direkt in unser geschütztes Labor zu bringen. Ich frage mich, was die Mannschaft hier gefunden hat. Es ist noch versiegelt und wurde daher nie benutzt. Einige Teile sind halb im Staub vergraben. Könntest du etwas genauer sein? Ich denke, das waren einmal Solarmodule. Das denke ich auch. Das sieht aus wie ein Teil des Solarmoduls. Hier ist nochmal eins. Ich denke, ich habe alle Solarmodule freigelegt. Die sehen aber kaputt aus. Die Module sind nicht kaputt, sie sind nur überdreht. Ich benötige für die Kalibrierung allerdings Hilfe. Zunächst setze ich sie in die gewünschte Position zurück. Also, dann werde ich sie mal kalibrieren. Ah, so muss ich wahrscheinlich einstellen, dass sie voll in der Sonne stehen. Juhu! Ein riesig schweres Rätsel. Es werde Licht. Sehr schön. Dann kann ich zurück zum Eingang. Und mal rein. Oho, ein Kleidungsstück. Beobachtung. Dieses Stück Stoff gehört zu einer offiziellen Uniform. Ich kann dunkle Flecken aus getrocknetem Blut erkennen. Nimm bitte eine Probe. Blut. Ja, es sieht auch sehr zerfetzt aus. Während der Dekontamination wird dieses Becken mit einer Flüssigkeit gefüllt. Dieses Gerät kombiniert zwei Elemente. Einen Sprühkopf für die Dekontaminationsflüssigkeit und einen Luftreiniger mit einem ULPA-Filter. Was? Ein ULPA-Filter? Sowas hatte meine Oma in ihrem Staubsauger. Ich dachte, unsere Ausstattung wäre hochwertiger. Ich frage mich, wie viel Yamabushi dafür verlangt hat. Verunreinigte Flüssigkeiten laufen in diesen Abfluss. Diese Metallplatte sieht aus, als würde sie nicht hier hingehören. Beobachtung. Es scheint, als wäre etwas darunter gerutscht. Was drunter gerutscht? Kommentar. Eine Art ID-Karte ist unter die Platte gerutscht. Kannst du sie erreichen? Sauber. Bingo! Das ist unsere Eintrittskarte für diese Station. An diesen Haltegriffen ist nichts Besonderes. Sie wurden von Personen während des Dekontaminationsprozesses verwendet. Dieser Bildschirm zeigt Informationen zum Dekontaminationsmodul der Station. Ich denke nicht, dass ich eine Dekontamination brauche. Diese Prozedur wird ohnehin bei meiner Rückkehr zum Raumschiff durchgeführt. Also, ID-Karte benutzen und ich kann. Hallo? Eintreten. Jemand zu Hause? Es sieht nicht danach aus, wenn man ehrlich ist. Also, treten wir ein in die gute Stube. Ui! Oh mein Gott, ist er tot? Er frischt sie doch nicht mehr aus. Dass dort unten noch etwas lebt. Aber ich habe gehofft, dass trotzdem irgendwie. Denke daran, dass die Stromversorgung der Station ausgeschaltet war. Dieser Planet wird von einer starken Strahlung beherrscht und alle lebenswichtigen Funktionen wie die Atemluftaufbereitung sind ausgeschaltet. Ja, ich denke, ich verstehe.
aber es sieht nicht wirklich frisch aus. Julia, wie lange ist es her, dass der Kontakt abgebrochen ist? Soll ich die Zeit in Erdenjahre umrechnen? Ja, bitte. Jahre? Es wären ungefähr 60 Erdenjahre. Was? Du hast mich 60 Jahre schlafen lassen? Deine Zeitwahrnehmung zählt für mich nicht viel, Rachel. 60 Jahre? Dann ist ja klar, wieso niemand überleben konnte. Ich muss herausfinden, was passiert ist. Warum sind sie in so einer unfassbar verstrahlten Umgebung geblieben? Das Shuttle scheint kaputt zu sein, hm? Ja, also, da brauche ich jetzt nicht mehr nach Überlebenden suchen, würde ich sagen. Ist das ein Datapad? Datapad von Scott White. Passwort habe ich keins. Beobachtung. Aus irgendeinem Grund hat die Mannschaft die Station nicht sauber gehalten. Sie hat damit Protokoll 17970 nicht eingehalten. Protokoll 17970 halte ich auch manchmal nicht ein. Beobachtung. Der Stuhl wurde umgestoßen und danach nicht mehr aufgestellt. Analyse. Entweder hat hier ein Kampf stattgefunden oder jemand hat den Raum in großer Eile verlassen. Noch ein Datapad. Wieder ein Passwort. Andrew Lark. Der Körper eines Mannes. Beobachtung. In seiner Tasche befindet sich ein Gegenstand. Ich nehme ihn an mich. Ah, nochmal eine ID-Karte. Andrew Lark. Die Tür ist verschlossen. Ich will eigentlich noch zurück. Das hier alles anschauen. Kommentar. Das Statusmodul der Station ist defekt. Ich konnte keine sinnvollen Daten erhalten. Die verstärkte Tür ist geschlossen. Leider ist der gesamte Mechanismus für die Türöffnung irreparabel beschädigt. Dieser Arbeitstisch hat als Multimedia-Station gedient. Nun ist er allerdings kaputt. Sowas. Abgesehen von Staub gibt es hier nichts Besonderes. Also, da muss ich wohl auch ein... Ich komme nicht weiter. Ein Keypad, ein Code. Ne, habe ich keinen. Computer-Terminal? Aha! Dann gucken wir uns mal an, was die so haben hier. Name Hinckley Alexander, Stabsunteroffizier, Luft- und Raumfahrt. Persönliche Identifizierungsnummer. Medien. Ah, ein Bild von Stein? Ausrüstungsbild? Keine Ahnung. Mannschaftsnachricht. Denkt daran, dass wir die letzten Überlebenden dieser Expedition sind. Für Fehler gibt es keine Entschuldigung. Jede Art der Regelverletzung wird hart bestraft. Anders gesagt, versaut es nicht oder ihr kriegt es mit mir zu tun. Achtung an das gesamte Personal. Morgen 21.33.19.29, das ist kein vernünftiges Datum, findet um 7 Uhr morgens Salia-Zeit eine Krisensitzung statt. Die Anwesenheit ist verpflichtend. Also wenn es mehr wie 19 Monate oder mehr gibt, dann macht das Datum Sinn, ansonsten eher nicht. Pavel Janohus. Bist du on? Ich habe große Neuigkeiten. Welche denn? Lark will alles Cynthia in die Schuhe schieben. Was denkt er sich dabei? Keinen Plan. Hast du keine Angst, dass er mitliest? Das ist mir inzwischen egal. Ich hänge immer noch im Labor fest. Irgendwelche Fortschritte? Nee. Es sieht nach Gift aus, aber es könnte alles sein. Sorry, ich bin raus. Ich muss raus, sonst kriegen wir wieder Ärger wegen Missbrauch der Kommunikation. Pavel, ich bin mir nicht sicher, was passieren wird. Einige meiner Notizen sind in meinem Datapad. Mein Passwort lautet Xander756. Falls mir irgendwas was zustoßt, versuche etwas damit anzufangen. Okay. Lee Seng. Test 123. Xenophon lässt grüßen. Entschuldige, ich fühle mich komisch. Ich werde mich ein wenig hinlegen. Sag Scotty bitte, dass er vorbeikommen soll. Er liest nie seine Nachrichten. Andrew Lark. Der Aufbilder, der hat 2 Samples und nochmal die 2 Bilder von der Ausrüstung.
Bart Krylov. Immer noch nichts. Das ist Schwachsinn. Es muss etwas Offensichtliches sein. Aber sage es noch nicht der Mannschaft. Wenn sie das getan hat, ist sie schlauer als ich dachte. Ist mir egal. Finde heraus, wie sie es anstellt. Lassen wir die Maus in eine Falle tappen. Glaubst du wirklich, dass sie hinter allem steckt? Aber natürlich. Wer denn sonst? Pavel? Scott? Einen Scheiß. Vielleicht. Locken wir sie doch heute für eine spezielle Verabredung nach draußen. Ich weiß, was du denkst, aber es war unnötig. Ich schaffe es wahrscheinlich nicht. Falls du mehr Infos brauchst, ich habe alles in mein Datapad geschrieben. Verdammte Scheiße, tu mir das nicht an. Ich denke mal, ich glaube, das ist die Übersetzung von I won't make it. Mehr, ich überlebe das nicht oder so. Egal. Cynthia Cleveland. Du hochnäsiges Sackgesicht. Wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Such dir ein Loch und geh sterben. Gibt ja genug davon auf diesem Drecksplaneten. Ich werde das nicht akzeptieren. Ja genau, du Freak. Ich weiß, dass du es bist. Und ich werde dich kriegen. Früher oder später. Naja. Okay, ausglocken. Raus her. So, jetzt gehe ich mal hier hoch. Türen diese suchen. Geschlossene Tür führt in den Schlafraum der Frauen. Dieses ID-Kartenschloss ist irreparabel beschädigt. Den Brandspuren nachzuurteilen, wurde es mehrfach mit einer Laserpistole beschossen. Beobachtung. Der Öffnungsmechanismus zum Lager funktioniert nicht korrekt. Es gibt keinen Weg, die Tür zu öffnen. Es tut mir leid, die Tür ist verschlossen. Oh, da liegt ja schon wieder jemand. Das ist entsetzlich. Der Tote ist ein Mann. Ich würde ihn auf etwa 34 Jahre schätzen. Beobachtung. Ihm wurde im Schlaf in den Kopf geschossen. Scheiße. Kommentar. Das muss die Tat einer entweder geistig verwirrten oder verzweifelten Person gewesen sein. Datapad untersuchen. Pavel Tschernohus. Den Typen kenne ich persönlich, ich habe ihn schon mal getroffen auf der Gamescom. Das ist nämlich auch ein Spielentwickler. Der hat an Tale of a Hero gearbeitet, das bei Future Games erschienen ist, bei uns über DTP. Nee, Daedalic. Also, Einträge. Was ist das? Was für ein Idiot? Ich fange nochmal von vorne an. Was für ein Idiot. Wir sollen also unsere Tagebücher schreiben und dabei nicht erwähnen, was passiert ist? Was soll er tun? Uns in den Rücken schießen, wenn wir es doch tun? Wie auch immer, dieser Ort ist merkwürdig. Ich habe da so ein Gefühl, dass hier überhaupt nicht stimmt. Warum konnten wir nicht auf Zenobia bleiben? Bin mir absolut sicher, dass wir da etwas deutlich Spannenderes gefunden hätten als in den Staub und den Sand auf diesem dämlichen Felsbrocken. Hier Leben finden oder was? Da hätten wir sogar auf dem Mars bessere Chancen als auf diesem Wunderwerk. Und nach allem, was wir bisher gesehen haben, ist das nur eine weitere Scheißentscheidung im Rahmen dieser miserablen Führung. Da hast du sie, meine verpflichtende tägliche Aufzeichnung. Jetzt zufrieden, Oberst Lark? Ich hatte heute Nacht wieder diesen Albtraum. Ich laufe vollkommen erschöpft durch eine endlose Wüste. Ich weiß, dass ich bald sterben werde. Plötzlich verändert sich alles und ich stehe in einem dichten Dschungel. Ich krieche immer langsamer auf einen riesigen, lilafarbenen See zu, der plötzlich vor mir auftaucht. Lark kommt auf mich zu und gibt mir mit einem breiten Lächeln im Gesicht eine Tasse mit der lilanen Flüssigkeit aus dem See. Ich nehme einen Schluck und merke, dass es eine extrem starke Säure ist. Die Schmerzen sind unerträglich und ich sehe schreiend zu, wie sich mein ganzer Körper auflöst. Ich bin froh, dass Alex mich aufgeweckt hat. Es ist aber ziemlich merkwürdig, dass ich die Schmerzen auch nach meinem Traum noch spüre. Es ist der zweite Tag auf diesem nutzlosen Planeten und wir haben immer noch nichts zu tun. Oberst Lark gibt uns bescheuerte Aufgaben, damit wir beschäftigt sind. Aber wir haben unsere Moral ohnehin schon verloren. Wartet er auf etwas?
Wenn tatsächlich die einzige Möglichkeit für unser Überleben war, sich in diesem System niederzulassen, dann war dieser Planet die schlechteste Entscheidung. Und hier verschwenden wir offensichtlich unsere kostbare Zeit. Ich hatte heute ein Sparring mit Scott und ich war überrascht, wie cool einige seiner Tricks sind. Vor allem seine Würfe sind super. Die würde ich gerne mal an Lark ausprobieren. Wir müssen eine Art lokalen Virus erwischt haben. Wir haben keine Medikamente mehr an Bord. Lark vertraut Cynthia nicht, also muss ich vermutlich herausfinden, was los ist. Wir haben unsere Daten an Jay geschickt und sie konnte merkwürdigerweise nichts Ungewöhnliches finden. Sie hat zwar die komische Rotfärbung unserer Haut bemerkt, so als ob wir uns verbrannt hätten, aber alle analysierten Daten waren im normalen Bereich. Deshalb geht sie von einer temporären Einfärbung aus. Aber wo kommt diese plötzliche Übelkeit her? Wenn es mir nicht so schlecht gehen würde, wäre ich dankbar für eine Aufgabe. Merkwürdigerweise hatte ich bislang in meinem ganzen Leben keine richtigen Kopfschmerzen, sodass mich diese jetzt vollkommen unvorbereitet treffen. Ich fühle mich wie durchgekaut und ausgespuckt und versuche jetzt, mich auszuschlafen. Scheiß auf die täglichen Eintragungen. Lee ist tot. Gestern Morgen hat sie uns gezeigt, dass ihr Haar büschelweise ausfällt. Lark ist so weit gegangen, die Vergiftung, du weißt schon wem, anzuhängen. Die Probe, die wir an Jay geschickt haben, war aber wieder negativ. Ich habe vorgeschlagen, endlich unser Labor aufzustellen und die Ergebnisse vom Raumschiff mit unserer Analysestation zu vergleichen. Aber wie immer hat Lark meine Idee einfach beiseite gewischt. Dämlicher Idiot. Während des Abendessens hat Lee dann angefangen, richtig stark zu husten. Erst habe ich gedacht, sie hätte sich einfach nur verschluckt. Aber dann kam Blut aus ihrem Mund und sie ist bewusstlos geworden. Wir haben versucht, sie aufzuwecken, aber sie kam nicht zurück. Alle fühlen sich jetzt krank. Haben wir eine Art Alien-Virus, der nicht entdeckt werden kann? Es kriegt uns alle. Alex konnte heute nicht aufstehen und auch sein Haar fällt jetzt aus. Ich habe versucht, ihn aufzumuntern, aber wir wissen beide, dass das Schwachsinn ist. Er wird der Nächste sein. Lage hat eine Krisensitzung für morgen einberufen und ich hoffe, er kündigt die Rückkehr zum Raumschiff an. Am Nachmittag habe ich Sparring mit Scott versucht, aber wir waren beide zu erschöpft. Es hatte keinen Sinn. Wir haben es dann sein lassen und beschlossen, unsere Kraft für das Treffen morgen aufzuheben. Was für eine Wendung. Lark hat öffentlich Cynthia beschuldigt, uns alle vergiftet zu haben. Normalerweise hätte ich ihm widersprochen, aber er hatte ein paar überzeugende Argumente. Alle waren verwirrt und sie ist ohne ein Wort gegangen. Das hat das Ganze nicht besser gemacht. Ich glaube immer noch, dass wir einfach alle nervös sein könnten, aber was Lark offengelegt hat, macht mich nachdenklich. Es könnte sogar einen Sinn ergeben, wenn ich Lark nicht kennen würde. Was wäre, wenn er der Schuldige ist und er all das nur macht, um sein Fiasko im Dschungel zu kaschieren? So oder so hat sie jetzt einen Tag, alles zu erklären. Nachdem Cynthia gegangen ist, habe ich gesagt, dass wir zum Raumschiff zurückkehren sollten. Da ist er vollkommen ausgerastet. Niemand hatte den Mut, danach noch etwas zu ihm zu sagen. Aber wenn er mich noch einmal derart bedroht, breche ich jeden einzelnen Knochen in seinem Körper. Ich hoffe, dass ich dafür dann noch genug Kraft habe. Okay. Oh je, noch viel mehr Text. Mein Albtraum ist zurück. Dieses Mal hatte die Person, die mir die Säure gegeben hat, eine Kapuze getragen. Sie hat das ganze Gesicht verdeckt. Ich frage mich, wer wohl darunter gesteckt hat. Ich wollte das Getränk ablehnen, aber ich habe es trotzdem genommen, als ob meine Hände von einer unbekannten Macht gesteuert würden. Als mein Körper langsam verschwunden ist, hat mich die Gestalt in der Kapuze direkt angeschaut. Ich habe Cynthia mit einem breiten, bösen Lächeln gesehen. Offensichtlich hat es ihr Spaß gemacht. Dann war der Traum zu Ende. Mein Gedächtnis lässt spürbar nach. Ich habe heute 5 Minuten gebraucht, um mich an den Code für meinen Spind zu erinnern. Er lautet 978125, für den Fall, dass ich ihn wieder vergesse. Ich entferne außerdem das Passwort für mein Datapad, damit die Probleme durch den Gedächtnisverlust nicht so gering wie möglich bleiben. Außerdem ist Alex heute gestorben. Ich wusste, dass es das kommen würde. Er hat kaum noch geatmet und seit dem Morgen Blut gehustet. Er hat die Zahl im Passwort für sein Datapad weiter um eine Zahl erhöht, weil er Angst hatte, dass es jemand liest. Ich werde immer apathischer.
Ich werde bald alle einholen und weil dieser Idiot uns die Rückkehr zum Raumschiff verweigert hat, werden wir alle wie Ratten hier unten sterben. Wir wurden darüber informiert, dass all unsere Probleme gelöst wurden. Wir sollen nicht nach Cynthia suchen und sofort zu unserem Tagesgeschäft übergehen. Mehr Informationen gab es nicht und wir wurden weggeschickt. Ich vertraue ihm nicht. Es war von Anfang an klar, dass er nach einem Sündenbock gesucht hat. Es ist unmöglich, dass einer alleine uns alle auf diese Reise umbringen kann. Ich kann meine täglichen Einträge nicht mehr machen. Die Schmerzen sind so stark, dass ich schon froh bin, wenn ich überhaupt kriechen kann. Lag es wieder völlig ausgerastet. Es sieht nicht so aus, als hätte es irgendetwas gebracht, Cynthia loszuwerden. Ich verstehe nicht, warum wir nicht zum Raumschiff zurückkehren können, aber ich habe nicht mehr die Kraft, noch einmal nachzufragen. Jetzt hat es Scott erwischt. Es fängt bei ihm an. Bart hat unsere Havokraft zerstört. Das war unser einziger Weg zurück in den Weltraum. Was hat er sich dabei gedacht? Ich wollte ihn umbringen, aber als ich sah, was für ein gebrochener, sterbender Mensch er jetzt ist, hat sich meine Wut aufgelöst. Ihn zu schlagen wäre unehrenhaft gewesen. Meine letzte Hoffnung ist, dass Jay Mobot zu uns nach unten schickt, um uns hier rauszuholen. Ja, hat sie gemacht, aber jetzt bisschen spät. Bart ist jetzt schließlich gestorben. Er wusste, dass er nicht mehr viel Zeit hatte, aber ich hätte nie gedacht, dass er unsere letzte Chance auf Rückkehr mitnehmen würde. Jetzt sind nur noch ich, Scott und Lark übrig. Was für ein Team. Lark ist verrückt geworden. Er hat die Vorstellung, dass hier etwas bei uns ist. Er hat eine Stationswache eingerichtet und übernimmt die erste Schicht. Ich werde mich jetzt ausruhen. Zack. Viel Text. Sein Spind. Keypad benutzen. Was war der Code? Kann ich das irgendwo in meinem Log nachschauen? Daten, Pavels Schließfach 978125. 978125. Spind suchen. Er hat seine ID-Karte darin versteckt. Du hast ein scharfes Auge, Rachel. Weiß ich nicht. Der Spind wurde aufgebrochen. Ich kann nichts Wichtiges darin finden. Noch ein geöffneter, leerer Spind. Ich würde vorschlagen, die geschlossenen zu untersuchen. Okay. Jemand hat den Bildschirm von der Wand gerissen. Warum? Frage, könnte das Unterhaltungsprogramm so schlecht gewesen sein? Wahrscheinlich. Jemand hat eine leere Nahrungspackung auf den Boden geworfen. Beobachtung. Es scheint so, als hätte sich die Mannschaft ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr um ihr Umfeld gekümmert. Datapad von Alexander Hinckley. Ah, Moment. Was war das? Xander 756, aber Moment, da kann ich doch hier nachschauen. Daten, Alexanders Passwort. Xander 756, Anmerkung zu Alexander. Schrittweise erhöht. Also. Xander 756 hat es erhöht, also machen wir 7. Ah! Einmal. Oh, schon wieder viel Text. Unsere erste Besprechung auf Xenophon. Ich bin ziemlich müde, aber immerhin wirkt der Planet ziemlich ruhig. Andrew hat uns gesagt, wir sollen unsere Tagebucheinträge schreiben. Eine dankbare Aufgabe. Was sollen wir sonst hier tun? Irgendwie ist die Lage merkwürdig angespannt, als ob irgendein ungelöster Konflikt in der Luft liegt. Aber vielleicht liegt das auch einfach nur daran, dass wir alle so müde sind und so viele Freunde verloren haben. Aber ich würde es wieder tun. Ich würde lieber auf diesem merkwürdigen, leblosen Planeten sterben, als zur Erde zurückzukehren. Was für ein Morgen. Irgendetwas stimmt nicht mit Pavel, aber er sagt nicht was. Ich habe ihn schon wieder aufgeweckt, weil er geschrien hat, als ob er enormen Schmerzen hätte. Er sagt immer, es war nur ein schlechter Traum.
Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass er jemals solche Träume hatte, bevor wir auf Ambrosia gelandet sind. Irgendwas da unten muss da unten passiert sein, aber niemand will darüber sprechen. Wir werden krank. Ich habe mich den ganzen Tag übergeben und ich war nicht der Einzige. Entweder haben wir etwas Schlechtes gegessen oder es liegt etwas in der Luft. Ich habe heute überhaupt nichts geschafft. Nicht, dass es hier viel zu tun gäbe. Li Seng hat es schlimmer erwischt als den Rest. Ihre Haare fallen in Büscheln aus und sie sieht wirklich furchtbar aus. Ich hoffe einfach nur, dass sie sich bald erholt. Ich fühle mich nicht gut, aber ich versuche, das so gut wie möglich zu überspielen. Li Seng ist tot. Habe ich irgendeinen Fluch auf diesen Planeten ausgelöst, weil ich gesagt habe, dass ich lieber hier sterben würde, als zur Erde zurückzugehen? Mein Körper bricht langsam zusammen und ich glaube nicht, dass ich noch lange durchhalten kann. Ich habe heute unzählige Stunden mit Bart zusammen versucht, die Kommunikation mit Julia wiederherzustellen. Es sieht so aus, als hätte jemand die Datenverbindung sabotiert. Gibt es einen Verräter unter uns? Wir wollen die Mannschaft noch nicht aufscheuchen, aber solange wir die Kommunikation nicht wieder aufbauen können, hängen wir hier fest. Was für ein furchtbarer Tag. Ich habe die gleiche Scheiße wie Lee und mein Haar fällt aus wie nochmal was. Sterbe ich auch daran? Ich konnte heute nichts außer schlafen. Ich fühle mich so schwach. Bart hat mir erzählt, dass er den Code zum Labor auf 014563 geändert hat, weil sie Cynthia nicht mehr vertrauen. Warum Cynthia? Sie würde nie jemanden umbringen. Ich habe nicht mehr viel Kraft, aber ich will diesen Idioten sagen, wie sanftmütig sie ist. Ich kann aber ohnehin nichts mehr tun. Ich spüre, dass ich das nicht mehr lange mache. Vielleicht erfüllt einem dieser Planet einen Wunsch, und meiner war, hier zu sterben. Ich kann meine letzten Tage an einer Hand abzählen. So, Datapad, Tasse. Ein leerer Trinkbecher wurde achtlos auf den Boden geworfen. Analyse. Die Schuhgröße passt zur Leiche auf dem Bett. Das Belüftungssystem hat einmal die gesamte Station mit frischer Luft versorgt. Das Belüftungssystem. Nur eine leere. Eine leere Kiste. Also, Labor. Was war der Code zum Labor? 014563. 014563. Gut, ich glaube, ich mache jetzt hier in dieser neuen Location einen Cut und spiele dann später weiter. Ich hoffe, euch hat es bisher gefallen. Es war jetzt viel Text zum Lesen. Hier liegt noch ein Datapad. Draußen liegt noch eins. Es wird noch einiges an Text geben, aber ich finde es bisher sehr spannend, was da wohl vor sich gegangen ist. Wir werden es erfahren, denke ich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr hattet so viel Spaß am Spiel wie ich. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder reinschaut. Tschüss, euer Videospieler. Dieses Video ist nun vorbei, aber wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch mal meine anderen Videos an, abonniert meinen Kanal, folgt mir auf Twitter oder unterstützt mich finanziell auf Patreon. Vielen Dank.